Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele Game of Thrones und spiele immer noch als Alistair. Da ist nochmal die Zusammenfassung. Und ich bekämpfe, glaube ich, immer noch die Revolte. Da muss ich hin. Also geradeaus so, da so. Dachte ich, geht's hier nicht lang. Hm, anscheinend nicht. Dann muss ich woanders rum. Oh, okay. Hallo. Greif an, mach was. Auf geht's. Ich wollte eigentlich den steuern. Energie regenerieren. Und ätzend. Mir ist die Energie leer. Du? Aber den anderen. Es tut mir leid, Milord. Tyrik wies uns an, sie so lange wie möglich hier festzuhalten. Wir flehen euch an. Tötet uns nicht. Ich glaube, es wäre ungerecht, euch für solch eine geringe Tat zu töten. Geringe Tat? Ja. Das ist aber auch Ansichtssache. Wir werden eure Güte nie vergessen. Aber ich will mich ja gut stellen mit den Einwohnern. Daher, ich will meinen anderen spielen. Alte Armbrust, das bringt mir nicht so viel. Was ist mit denen? Nix. Okay. Da geht's nicht lang. Muss ich vielleicht hier hoch? Das ist auch böse. Keine Ahnung. Mal ein bisschen rumgeschubst. Da ist doch hier doch bestimmt Tyrell. Endlich, der Mann, Tyrick, von dem alle sprechen. Der berühmte Alistair Sarvik. Auch von euch habe ich schon vieles gehört, Tyrek. Ihr seid derjenige, der die Unruhen losgebrochen hat, die sich dann zu einem wahren Aufstand entwickelt haben. Unsere Probleme sind euch völlig fremd. Eure Familie sitzt in der warmen Burg, während wir draußen auf der Straße vor Hunger krepieren. Er hat uns heute bewiesen, dass er auf unserer Seite ist, Tyrek. Ja. Er hat lieber das Geld von Flussrad ausgegeben, um seinen reichen Freunden am Kai zu gefallen. Aber er hat mit seinem Verhalten Großzügigkeit bewiesen. Und er hat es geschafft, das Gemetzel auf dem Marktplatz zu beenden. Ich habe Entscheidungen getroffen, die euch ungerecht erscheinen mögen. Aber ich habe immer das Wohl von Flussrad vor Augen gehabt. Unserer Stadt geht es heute so schlecht, weil wir zu den Lords der Westlande kein besonders gutes Verhältnis mehr haben. Damit es unseren Ländereien wieder besser gehen kann, müssen wir das Vertrauen und die Unterstützung der Lords wiedergewinnen. Leider scheinen eure Mühen vergebens zu sein, Alistair. Mögen die Lords der Westlande beruhigt sein. Ich werde nun alles in meiner Macht Stehende tun, um Flussrad zu seiner alten Pracht zu verhelfen. Ihr widert mich an. Nun zeigt ihr also euer wahres Gesicht. Trotz eurer Taten während des Aufstands verteidigt ihr die Privilegien der Lords. Nichts ändert sich. Das Volk wird weiter hungern, während sich die Lords die Bäuche vollschlagen. Während der Unruhen ist das Volk von Flussrad nicht an Hunger gestorben, sondern durch das Schwert, Tyrek. Seid ihr nicht von Schuldgefühlen geplagt, weil ihr dieses Gemetzel ausgelöst habt? Beide Seiten haben in Flussrad schwere Verluste hinnehmen müssen. Das Volk genauso wie die Wachen. Die Männer der Wache stehen euch im Kampf um das Überleben von Flussrad bis zum Ende bei. Aber eure heutigen Entscheidungen haben uns sicherlich nicht geholfen. Ihr seid so auf das Wohlwollen des Volkes aus, dass ihr diese Stadt in den Abgrund reißen werdet. Mit solch schwächlichen Taten könnt ihr nicht über die Stadt herrschen. Das Volk unterstützt euch nicht länger, Tyrek. Euer Kampf hat keinen Sinn mehr.
Er hat recht, Tyrek. Der Aufstand war eine Dummheit. Viele der unseren sind heute gestorben. Lass es sein. Es ist genug Blut geflossen, Tyrek. Akzeptiert eure Niederlage. Stellt euch den Tatsachen. Es gibt niemanden mehr, der euch unterstützt. Ihr mögt sie mit euren schönen Worten beruhigt haben. Aber ich weiß, dass sich nichts ändern wird und wir weiter langsam, aber sicher sterben. Vielleicht eher schneller. Ich werde Flussrad wieder aufbauen, auch wenn ich dabei mein Leben lasse. Und ihr werdet das Ganze im Kerker mitverfolgen. Wachen, bringt ihn fort. Ihr habt es geschafft, Lord Alistair. Diese Aufstände hätten Flussrad fast zugrunde gerichtet. Harwin, sprecht er mich nun mit Lord an? Auch wenn ihr offiziell noch nicht den Titel des Lords tragt, so habt ihr heute doch bewiesen, dass ihr einer seid. Von nun an werde ich euch auch so ansprechen. Ich werde versuchen, eurem Vertrauen gerecht zu werden. Die Stadt mag nun befriedet sein, aber ich habe nicht jeden glücklich gemacht. Es ist schwer zu herrschen. Eure Entscheidungen führen immer dazu, dass eine Seite unzufrieden ist. Das Wichtigste ist, dass ihr Entscheidungen trefft, wo andere die Lage aus dem Ruder laufen lassen. Und die Entscheidungen, die ihr heute getroffen habt, haben den Frieden in Flussrad wiederhergestellt. Und das ist das Einzige, das zählt. Finde ich auch. Er hat recht, Alistair. Ich dachte nicht, dass ich das eines Tages sagen würde, aber Flussrad braucht wirklich einen Mann wie dich. Es wäre schade, wenn du jetzt wieder fortgingst. Danke, Rühmann. Sei versichert, ich beabsichtige nicht zu gehen. Jetzt nicht mehr. Das freut mich zu hören. Jetzt, da diese Angelegenheit geklärt ist, würde ich gerne unsere Unterhaltung bezüglich meines Bruders Garwin fortführen. Nicht hier, Alistair. Das ist eine sehr heikle Angelegenheit seit dem Tod von Lord Reinald. Sucht mich in der Burg auf. Kann ich machen, wenn ich sie finde. Für all die vergangenen Tage. Muss ich wohl Burghof. Reimann hat meine Gruppe verlassen. Das finde ich jetzt aber nicht nett von ihm. Muss ich mich hier erst wieder zurechtfinden? Das war ein Händler. Was gibt es denn bei dem? Waffen. Ich glaube, besser als meine Waffen sind die nicht. Alistair, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Was ist los, kleine Schwester? Ich möchte mich für die kalte Begrüßung während der Beerdigung entschuldigen. Hat aber auch Zeit. Ich habe mich selbst belogen, als ich sagte, dass du mir nichts mehr bedeutest. Als mich Harwin darüber informierte, dass du Römern hilfst, den Aufstand unter Kontrolle zu bringen, da hatte ich Angst, dass dir etwas passieren würde. Ich hätte mir das niemals vergeben. Mach dir keine Sorgen, kleine Schwester. Ich bin wieder da. Hast du vor, in Flussrad zu bleiben? Ich werde dafür sorgen, dass du diese verfluchte Eheschließung nicht erdulden musst. Woher weißt du davon? Harwin hat es mir erzählt. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde eine Audienz mit der Königin im Roten Bergfried erbitten, um meinen Titel und mein Erbe wiederzuerlangen. Sei doch vernünftig, Alistair. Wenn du die Hochzeit verhinderst, stellst du die Entscheidung der Königin höchst selbst in Frage. Und wenn sie beleidigt ist, verlieren wir alles. Das weiß ich. Aber diese Hochzeit würde das Ende von Flussrad bedeuten. Du kennst den wahren Charakter von Valar nicht. Natürlich kenne ich den Ruf, den dieser Aasgeier hat. Er und ich haben nichts gemeinsam, aber unglücklicherweise steht er der Königin sehr nahe. Das Haus Lannister ist das reichste Haus in Westeros und eins der mächtigsten. Mit einem treuen Vasallen wie Valar werden sie uns sicher helfen. Ich verstehe dich, aber ich werde nicht zulassen, dass Valar in der Zukunft von Haus Sarwick eine Rolle spielt. Ich sprach mit Harwin und er erzählte mir, dass Vater ihn verbannt hatte. Und das mit Recht. Ich werde nicht zulassen, dass du solch ein Opfer bringen musst, um Flussrad in Familienbesitz zu behalten. Es tut mir leid, aber ich teile deinen Optimismus nicht, Bruder. Ich hoffe, deine Worte werden die Königin überzeugen. Bitte geh jetzt und sprich mit Harwin. Yes, Sir. Werde ich tun.
sobald ich ihn gefunden habe. Ist er das? Ja. Da wir nun alleine sind, können wir uns unterhalten, Harwin. Erzählt mir von Garvin. Ich erinnere mich nur noch an wenige Details aus unserer Kindheit. Er war rastlos, hatte aber sein Herz am rechten Fleck. Er ist nun ein Mann. Sein Verhältnis zu eurem Vater ist allerdings in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden. Inwiefern? Nun, ihre Meinungsverschiedenheiten wurden immer heftiger. Einige Tage vor seinem Tod hat euer Vater Garvin enterbt. Für einen Sohn aus einer Adelsfamilie ist die Enterbung ein schlimmeres Schicksal als der Tod. Dies könnte Grund genug für Garvin gewesen sein, das Unverzeihliche zu tun. Vatermord? Es gibt keinen stichhaltigen Beweis dafür, nicht wahr? Nein, das ist nur eine Theorie. Jedoch ist Garvin seit diesem Vorfall verschwunden. Wisst ihr, wohin er gegangen sein könnte? Er suchte gern euer Haus in Königsmund auf. Ich mache mich gerade auf den Weg dorthin, um eine Audienz bei der Königin zu erbitten. Vielleicht kann ich ihn finden. Das Wichtigste für mich ist, meine Titel zurückzuerhalten. Ich werde Lord dieser Ländereien werden, wie es der Wunsch meines Vaters war. Ich werde einen Weg finden, die Hochzeit zu verhindern. Flussrad wird nicht in Valars Hände fallen. Den Sieben sei gedankt. Das zu hören ist eine Erleichterung. Zuallererst muss ich die Priesterschaft über meine Entscheidung in Kenntnis setzen. Euer altes Schlafgemach befindet sich noch immer hier. Lord Reinhold wollte nicht, dass es verändert wird. In der Hoffnung eurer Ankunft habe ich darum gebeten, dass es hergerichtet wird. Ich danke euch, Harwin. Die Burg hat ja wohl auch genug Zimmer, dass sie meins unangetastet lassen. So, wirklich. So, ich kehre in mein Zimmer zurück, das da ist. Tunnel von Flussrad. Dazu brauche ich einen Schlüssel. Wieso habe ich keinen Schlüssel zur Burg? Was ist los hier? Tja, ist doch meine. Auch nicht lang. Ja, wo muss ich denn hin? Aha. Ich muss in den ersten Stock. So, nach oben. Wo geht's denn hier nach oben? Das ist so verwirrend hier. Geht's hier hoch? Das sieht gut aus. Noch weiter? Nein. Hier? Ah. Ist das mein Schlafgemach anscheinend? Rede ich jetzt mit dem Feuer? Putzel, putzel. Guten Abend, Meister Alistair. Okay. Guten Abend, Meister Betarios. Was gibt es für Neuigkeiten von eurem Aufenthalt auf dem anderen Kontinent? Ich werde nicht nach Braavos zurückkehren. Ich muss meinen rechtmäßigen Platz hier in Flussrad einnehmen. Was bedeutet das, Meister? Ihr möchtet unseren Orden verlassen? Das habe ich nicht gesagt. Ich bin und bleibe Rolor bis zu meinem Tod treu ergeben. Die Tatsache, dass ich in Westeros bleibe, ändert nichts an meiner Hingabe an unseren Tempel. Ganz im Gegenteil. Was meint ihr? Ich glaube, dass es für unseren Orden gut wäre, in Westeros einen Lord zu haben, der unserer Sache ergeben ist. Das Licht von Rolor wird auf meine Untertanen und Nachbarn scheinen. Ich verstehe. Solch eine Entschlusskraft unterstützen wir natürlich. Unser Orden ist auf dem Kontinent Westeros kaum vertreten. Es könnte sein, dass ich Denjo für diese Aufgabe brauche. So sei es. Aber nicht mehr als ihr zwei. Ich werde die anderen Geistlichen über eure Entscheidung und eure Entschlossenheit in Kenntnis setzen, Meister Alistair. Möge das Licht über euch wachen. Ich danke euch, Meister Betarios. Möge das Licht auch über euch wachen. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Ein Kissen, ein Kissen. Oder eine Kiste.
Flussrat hat seine Autorität anerkannt und er hat sich wohl entschieden zu bleiben. Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen und er will seine Verantwortung hier übernehmen. Glaubt ihr wirklich, dass er eine Chance hat, die Meinung der Königin zu ändern? Hab Vertrauen zu deinem Bruder, Eljana. Na, ohne die Kutte gefalle ich mir doch schon besser. Ich zweifle nicht an meinem Bruder, sondern an Valar. Keine Sorge, kleine Schwester. Arwen, bereitet meine Reise vor. Ich begebe mich nach Königsmund, um eine Audienz mit der Königin zu erbitten. Rolor sei mein Zeuge. Ich werde der neue Herr von Flussrat. Guck, er hat gesprochen. Errungenschaft, Familie ist Hoffnung. Kapitel 3, Moas. Die unglaublichen Risiken, die ihr auf euch genommen habt, haben dazu beigetragen, dass es eine drohende Wildlingsinvasion abzuwehren. Dies ist ein großer Sieg für die Nachtwache. Ihr habt die Schenkung von einem der gefährlichsten Anführer der Wildlinge befreit. Obgleich der Verlust einer Patrouille ein hoher Preis war. Überdies wurdet ihr beinahe selbst getötet. Allein gegen einen ganzen Stamm. Euer Schicksal hätte besiegelt sein sollen. Naja, war es eigentlich auch. Ihr verdankt euer Leben dem rechtzeitigen Eintreffen eurer Brüder, die die Plünderer bezwangen. Das war das Letzte, was ihr gesehen habt, bevor ihr bewusstlos wurdet. Okay, jetzt bin ich wieder Moas. Kalt. Schon wieder Moas! Kalt. Verdammt. Moas! Bei den Göttern, Mors. Nur du nimmst es allein mit so vielen Wildlingen auf. Ich hatte befürchtet, wir seien zu spät gekommen. In der Tat, doch zu welchem Preis? Meine Männer und die von Kregans Patrouille sind tot. Trotz unserer Verluste ist es ein guter Tag für die Nachtwache. Gorn und seine Halunken hätten noch jahrelang unsere Reihen geschwächt. Trotz allem verdanke ich dir und deinen Männern mein Leben. Meine Ehre für die Mauer, mein Leben für meine Brüder. Corin, mich begleitete noch ein anderer Grenzer. Ein kleiner Dieb aus Flohloch. Ich habe ihn hier oben mit seinem Bogen Stellung beziehen lassen. Habt ihr ihn gesehen? Weder ihn noch seine Leiche. Du bist der einzige Überlebende, den wir gefunden haben. Ich verstehe. Ich werde versuchen herauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Ich muss ihn finden, bevor ich Lord Kommandant Mormont Bericht erstatte. Die Nachtwache hat nicht mehr die Stärke von einst. Die Wildlinge hätten niemals so weit in die Schenkung vorrücken dürfen. Betrachte nichts als selbstverständlich. Nichts ist für die Ewigkeit. Das wissen wir besser als jeder andere. Ich lasse meine Männer das Gebiet durchkämmen, bis unsere Baumeister hier sind, um die Öffnung zu verbarrikadieren. Und wir kümmern uns um die Gefallenen. Viel Glück auf der Suche nach dem Jungen, Bruder. Danke. Danke, danke. Ich stehe tief in deiner Schuld, Corin. Darf ich jetzt auch noch looten? Kehrt zur Brüstung zurück, wo ihr Polly zurückgelassen habt, um herauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Ah. Lederhandschuhe. Könnte ich doch bestimmt tragen. 63. Den habe ich ja noch ein paar. Oh, meine sind besser. Gut, gut, dann gehe ich zurück zur Brüstung, wo ich Polly zurückgelassen habe. Wenn ich wüsste, wo das ist. Hm, da lang. Ein Schild, noch ein Schwert. Horns Rüstung. Schwer, die kann ich nicht tragen, verdammt. Oder? Ich kann die tragen, wieso das? Hm? Ich dachte, ich kann eine mittlere Rüstung tragen. Torex Helm. Achso, das ist, das trage ich und das ist okay. Und ein Schwert habe ich auch gelootet, 23. Das scheint auch einhändig zu sein. Mal dahin.
was? Ist nichts rundum. Wo war denn diese Brüstung? Ich habe Polly dort drüben gelassen. Ja, hier, ne? Wo ist er hin? Er hätte hier auf... Hier stimmt etwas nicht. Wenn Gorns Männer Polly getötet hätten, gäbe es Blutspuren. Er muss seinen Bogen fallen gelassen und seinen Posten verlassen haben, als Gorn über uns herfiel. Ich werde diesen Spuren folgen, um herauszufinden, wohin er gelaufen ist. Okay. Das heißt, ich bin jetzt der Hund? Nein. Um eine Fährte aufzunehmen, drückt die linke Maustaste. Haltet die Alt-Taste gedrückt, um den Geruch wahrzunehmen, dem ihr folgen wollt. Daraufhin sollte es ein leichtes sein, das gewünschte Objekt oder die gewünschte Person aufzuspüren. Um zwischen verschiedenen Fährten durchzuschalten, pausiert das Spiel im Leibwechselmodus und wählt einen anderen Geruch aus. Okay, dann drücke ich Alt und Pottys Geruch. Und wie mache ich das jetzt? Ich laufe hier so rum und sehe... Ah. Wo ist er denn wohl hingerannt? Welches Objekt? Ah. Wo bin ich jetzt hier? Hier war ich doch auch schon mal. Bin ich jetzt... Ah, jetzt bin ich wieder der Hund. Da ist immer noch der Geruch. Dahin. Es gibt verschiedene Arten von Pferden. Gelbe Pferden, die Questpferde, die voll grüne Pferden, andere Questpferden, blaue Pferden, Pferden von Erkundungen. Um einer anderen Pferde zu folgen, müsst ihr sie mit der linken Maustaste im Pferdenbalgen im Leibwechselmodus auswählen. Das ist aber kompliziert. Ich folge einfach mal weiter der gelben Pferde. Ich sehe auch eigentlich sonst keiner. Hallo Vogel. Ich höre einen Wolf. Jetzt bin ich wieder Moos. Diese Fußspuren lassen erkennen, dass Polly alleine war. Es gibt keinen Zweifel. Dieser Feigling wurde nicht von Wildlingen gejagt, sondern ist einfach davongelaufen. Er ist in Richtung Süden durch die Wälder, direkt nach Mulwarft unterwegs. Wenn ich ihn nicht einhole, bevor er das Dorf erreicht, verliere ich seine Spur ein für alle Mal. Spürt Polly auf. Also, ich bin jetzt wieder der Hund. Was? Oh, was ist das denn? Ihr könnt die Gefühlslage der Person in eurem Umfeld erkennen. Alarmierte Gegner können anhand eines Erkennungsrings, der sie umgibt, identifiziert werden und können nicht Opfer eines Überraschungsangriffs werden. Ruhige Gegner sind mit einem Erkennungsbogen markiert und können getötet werden. Dieser Kerl scheint nervös zu sein. Ich kann seine Aggressivität spüren. Ich glaube, ich sollte wieder wechseln. Milord! Ihr seid ein Bruder der Nachtwache, nicht wahr? Yep. Ja. Warum? Ach, nur so. Ich war nur neugierig. Man trifft euresgleichen nur selten allein in den Wäldern an. Ich suche einen meiner Kameraden, einen anderen schwarzen Bruder. Sprich, hast du ihn gesehen? Nein, leider nicht, Milord.
Vielleicht hat ihn jemand aus meiner Familie gesehen. Deine Familie? Ja, sie ist ein wenig weiter dort drüben. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Sie haben ein Feuer gemacht. Und warum seid ihr hier in dieser Gegend? Aus keinem besonderen Grund. Wir sind immer unterwegs. Heute hier, morgen dort. Wir kaufen, wir tauschen, wir verkaufen. Du solltest zu ihnen gehen. Diese Wälder genießen zwar den Schutz der Nachtwache, aber es ist nicht sicher, hier allein herumzulaufen. Sehr wohl, Milord. Ich hab Schädel an meiner Kutte hängen. Ew. Was ist das? Lass mal gucken, was ist denn das? Leibwechselhilfe. Okay. Der ist jetzt weggelaufen. Muss ich jetzt wieder der Hund werden? Da sind wir hergekommen. Da ist die Fährte. Da lang. Was ist das? Bist du sicher, dass die Beute niemand findet? Ja, ich habe sie an zwei verschiedenen Orten versteckt, um sicher zu gehen. Und wo? Einen Teil hinter einem Dickicht im Nordosten und den Rest auf... Bist du sicher, dass die Beute niemand findet? Ja, ich habe sie an zwei verschiedenen Orten versteckt. Okay, gehe ich doch mal dahin. Ruhe! Jemand kommt! Hi! Guten Tag, Milord. Mir ist ein junger Mann über den Weg gelaufen, der behauptet, in diesem Gebiet hier mit seiner Familie unterwegs zu sein. Gehe ich recht in der Annahme, dass er euch meinte? In der Tat. Er erzählte uns, dass er einem Bruder der Nachtwache begegnet sei. Ich nehme an, ihr seid auf der Suche nach einem eurer Kameraden. So ist es. Ein junger Mann, ganz in Schwarz? Ja, wir haben ihn gesehen. Er hielt nicht inne, sondern rannte wie ein Fuchs davon. Das muss er sein. Hey Ron, zeigst du unserem Freund der Nachtwache bitte den Weg? Gut. In dieser Gegend sieht man nicht oft Krähen. Das hoffe ich. Was meint ihr damit? Du kennst Mulwarft, richtig? Ja, es ist so ziemlich das einzige Dorf in der Nähe. Und dort gibt es Huren. Also kennt man es. Ganz genau. Der Platz seines schwarzen Bruders befindet sich an der Mauer. Nicht zwischen den Schenkeln einer Hure. Ach, ein bisschen Geflügel hat noch niemand... Seid gegrüßt, Euer Lordschaft der Nachtwache. Gut gemacht. Ein weiterer Narr tappt in unsere Falle. Traum. Mir gefällt dein Ton nicht. Oh, kein Grund, die Fassung zu verlieren. Wenn ihr kooperiert, werden wir euch nichts antun. Gebt mir eure Geldbörse, Stiefel, Waffen und alle anderen Wertgegenstände. Ihr raubt also alle aus, die hier vorbeikommen. Es ist gewissermaßen ein Familienunternehmen. Ich verstehe. Die Jüngeren lassen sich zurückfallen und ihr erledigt den Rest. Ganz genau. Und wir fangen gerade an, richtig gut zu werden in dem, was wir tun. Heute scheint nicht gerade euer Glückstag zu sein. Wenn uns euer wieselflinker Kamerad nicht durch die Lappen gegangen wäre, wären wir uns wahrscheinlich nie begegnet. Sprichst du von einem Bruder der Nachtwache? Ja, wir haben ihn eine Weile verfolgt, aber er ist uns entkommen. Doch ihr werdet den Verlust mehr als wettmachen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Seid ihr schon einmal einem Mann begegnet, den man besser in Ruhe lässt? Ich bin ein solcher. Der Kerl ist total verrückt. Zwei kleine Welpen und ihr Vater. Ich werde nicht einmal ins Schwitzen kommen. Ihr habt recht. Je mehr Irre, desto besser. Hier entlang, mein Freund. Wir haben Kundschaft. Da täuscht ihr euch. Da ihr nicht kooperieren wollt, bedienen wir uns einfach selbst. Versucht's doch. Und angreifen. Und ich... Oh,
fertig. Energie regenerieren. Ich stehe auch gerade so doof am Baum. Wenn ich das... Oh. Noch einer übrig. Und den schaffen wir doch. Feige Bande. Habt Gnade, Milord. Verschont mich und ich werde euch verraten, wo unsere Beute vergraben liegt. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet reich sein. Sagt mir, wo ihr die Beute versteckt habt. Wir haben das zusammengeklaute Geld vergraben. Es befindet sich in der Nähe des Lagerfeuers. Ihr werdet es ganz leicht finden. Die Hälfte unserer Beute ist hinter den Büschen verborgen. Es gibt dort ein kleines Versteck. Und den Rest haben wir in der Nähe des hohlen Baumstamms auf dem Hügel vergraben. Ich flehe euch an. Bitte haltet euer Versprechen und lasst mich nun gehen. Nichts versprochen. Welches Versprechen? Euer Geld kann die Nachtwache gut gebrauchen. Und aus dir wird Krähenfutter. So macht man das. Diese Schwachköpfe können ihre Tricks in den sieben Höllen versuchen. Und jetzt weiter mit Poddy. Noch was? Luden? Jetzt muss ich aber zurück und die Beute holen. Die irgendwo. Wo war denn das Feuer? Ich arbeite dran. War doch hier, oder? Nope. Hier? Ah, da ist die Brücke, genau. Da ist die Brücke. Ach so, ich kann nicht hüpfen, verdammt. War das jetzt eine andere Brücke? Ich glaube, das muss ich beim nächsten Mal suchen, weil die Folge ist zu Ende. Also bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!